Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, mehr Programmvielfalt, das ist das Ziel unserer Rundfunkpolitik. Erreicht werden soll es mit dem Ausbau der Digitalisierung des Hörfunks. Bürger- und Campusradios sollen einen garantierten Platz in der Medienlandschaft bei uns im Land bekommen. Dieses Ziel haben wir so auch ausdrücklich im Koalitionsvertrag vereinbart. Nun gibt es aber auch das Interesse, auch lokales privates Radio in Schleswig-Holstein zu machen. Dem sind bislang Grenzen durch den Medienstaatsvertrag gesetzt. Dort ist festgelegt, dass privater Rundfunk mindestens landesweit erfolgen soll. Wenn wir also Privatradio zulassen wollen, müssten wir zuerst den Medienstaatsvertrag ändern. Grundsätzlich sind wir Grüne für mehr Programmvielfalt. Wir begrüßen es, wenn Bürgerinnen selbst Radio und Fernsehen machen. Dazu stehen Ihnen auch bereits jetzt die Türen des offenen Kanals in Schleswig-Holstein offen, die sowohl in mehreren Standorten in Schleswig-Holstein sind, als auch Campusradio machen oder aber auch das Friesenradio auf Höhe. Die Landesregierung prüft nun zuerst, ob überhaupt Frequenzen für ein lokales Privatradio vorhanden sind. Wie wir auch durch die Ausschussberatung und auch die kleine Anfrage des Kollegen Bernstein erfuhren, gibt es tatsächlich Mini-Frequenzen für lokale Radiostationen und diese werden nun genau geprüft. Es wird genau geprüft, ob diese Frequenzen auch vergeben werden können und welche Auswirkungen eine Frequenzvergabe auf die regionale und lokale Medienstruktur dann hätte. Diese Prüfung ist sinnvoll, denn der lokale Werbemarkt ist stark umkämpft. Werbung, die früher in den Regionalzeitungen war, ist beispielsweise auch schon ins Internet abgewandert. Die Zeitungen stehen stark unter Druck. Aus diesem Grund muss geprüft werden, welche Auswirkungen eine Zulassung von Lokalradio hätte und ob dann dadurch wirklich die Programmvielfalt gefördert oder eher verringert werden würde. Wir Grüne haben uns mit einigen der Interessenten von Lokalradiosendern auch getroffen, um uns über die genaueren Pläne in Schleswig-Holstein genauer zu informieren. Nach unseren Informationen braucht ein werbefinanziertes lokales Radio nämlich pro Jahr Finanzmittel von mindestens 200.000 Euro. Und dies ist nicht wenig und würde sicherlich für einige der Ideen, die es auf dem Markt bereits gibt, auch schon ein Ende bedeuten. Die Versuche, ohne öffentliche Förderung Lokalradio aufzubauen, außerhalb der Ballungsgebiete, die es bundesweit gegeben hat, sind weitgehend gescheitert. Das Beispiel der Privatradiosender in Schleswig-Holstein zeigt auch, dass es landesweit schon schwierig ist, sich überhaupt über Wasser zu halten. Auch wenn wir als Legislative nicht über die Zulassung von Radiosendern und deren Geschäftsmodelle entscheiden, was ja natürlich auch richtig ist, müssen wir vor möglichen Änderungen aber genau diese Fragen im Blick behalten. Uns Grünen ist wichtig, dass neue Initiativen dann auch regional und politisch berichten. Ob dies aber mit einer ausreichenden Finanzierung im kommerzialisierten Markt unter einen Hut zu bekommen ist, ist aus unserer Sicht sehr, sehr schwierig zu beantworten. Neben der Geschäftstüchtigkeit der unterschiedlichen Radioprojekte, der formalen Möglichkeit nach freien Frequenzen, wollen wir aber auch diskutieren, ob für einige der Projekte eine Kooperation mit dem oder eine stärkere Kooperation mit dem offenen Kanal nicht der geeignetere Weg wäre. Grundsätzlich gilt, es gibt keine Garantie, dass mehr Programme mehr Programmvielfalt bedeuten. Viele Programme mit dem gleichen Angebot machen noch keine Programmvielfalt. Das kann jeder feststellen, der die Radiolandschaft beobachtet. Und bisher liegen für uns Parlamentarier auch zu wenig Informationen auf den Tisch. Ich würde mir beispielsweise wünschen, Herr Ministerpräsident, ist ja zwar nicht da, aber vielleicht der Chef der Staatskanzlei in Vertretung, dass Gutachten, die gestern der MASH schon zur Beratung vorgelegt wurden, dass die auch uns als Parlamentarier erreicht, um halt eben diese Entscheidung dann auch besser treffen zu können. Wir brauchen keine aufgeregte Debatte über vermeintliche Beschlüsse, die halt eben noch nicht gefallen sind. Wir brauchen aber eine grundsätzliche Diskussion über die rundfunkpolitischen Ziele in dieser Legislaturperiode. Dazu gehört neben den genannten Fragen nach dem kommerziellen Radio halt aber eben auch um Bürgerrundfunk insgesamt. Es geht darum, wie Kooperationen mit dem offenen Kanal besser werden können, wie der offene Kanal auch gestärkt werden kann und auch, wie sich der NDR hier bei uns im Land weiterzuentwickeln hat. Alles das sollten wir diskutieren, alles das werden wir sicherlich auch noch im Innen- und Rechtsausschuss dafür zuständig ist, auch noch in der nächsten Zeit diskutieren. Ich bedanke mich bei der CDU-Fraktion für diesen Antrag, weil ich es richtig finde, dass wir diese Debatte auch hier im Plenum des Landtages führen. Vielen Dank. Herr Abgeordneter, diesmal frage ich lieber gleich. War das jetzt ein Antrag auf Überweisung? Nein. Okay.